Ja, wo liegen nach Ihrer Meinung die Schwächen, speziell der deutschen Schule? Ja, zum einen nimmt die deutsche Schule keine Rücksicht auf die individuelle Lernfähigkeit der Schüler, die verschiedenen Lerntypen. Deshalb rauscht auch das Ganze an 80% der Schüler vorbei. Und wie gesagt, das, was ich schon gesagt habe, wenn Schüler die Schule und den Lehrer hassen, kann das Kind nichts mehr von ihnen annehmen. Und eines kommt ja noch hinzu, kritisches und eigenständiges Denken ist ja nicht erwünscht in der Schule. In der Regel nicht, ne? Ja. Wenn Kinder also das machen, bekommen sie schlechte Zensuren oder vielleicht sogar Prügel. Und dadurch verkümmern diese Areale im Gehirn. Also alles, was kreativ, kritisch und so weiter ist, wird nicht genügend gefördert. Dadurch wird auch die Plastizität des jugendlichen Hirns behindert und es ist danach dann kein eigenständiges, kritisches Denken mehr möglich. Und da somit wird dann auch das innovative Denken und die ganze Kreativität verschwindet. Also das, was jetzt die Industrie wünscht, was die Gesellschaft braucht, um ihre Probleme zu lösen, da wird schon von vorn auf in der Schule für gesorgt, dass diese Menschen nicht denkfähig sind. Ja, ein gut zu führender, höriger Bürger ist nicht gleichzeitig der innovativste. Ne? Es kommt noch eins hinzu, dass ja nur das abstrakte wissenschaftliche Denken bei uns gefördert und gewünscht ist. Aber das ist natürlich völliger Blödsinn, denn wissenschaftliches Denken wird vom Kurzzeitgedächtnis erledigt, das Information nur eine halbe Minute speichern kann. Und das kann nur 4, 5, 6 Faktoren gleichzeitig verarbeiten, weil für mehr reicht es da nicht. Hingegen unser Emotions- und Erfahrungsgedächtnis hat Millionen von Informationen gespeichert. Und die sind innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde abrufbar. Das heißt, dieses Emotionsgedächtnis, unsere Gefühle, sind so viel treffsicherer als die sogenannte Wissenschaft. Ja. Es ist also völlig wahnsinnig, dass wir das alles nicht berücksichtigen. Außerdem Intelligenz. Was ist Intelligenz? Es gibt so viele verschiedene Intelligenzen. Es gibt die emotionale Intelligenz, die räumliche, die mathematische, die musikalische. Und all die Dinge, die wirklich wichtig sind, Kreativität, Intuition, eigenes Denken, all das spielt keine Rolle. Es ist nicht messbar und es ist auch nicht erwünscht, aber das macht ein Genie aus. Ein Genie macht auch aus, dass die Leitungsbahnen hier oben so effektiv verknüpft sind, dass keine Streuverluste und Zeitverluste auftreten. Aber wenn Intelligenz nicht gefördert wird, dann nützt sie einem nichts. Und Kinder müssen eigentlich die Information kindgerecht serviert bekommen, um sie überhaupt entsprechend verarbeiten zu können.